Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu Microtown und mir, Zigaro. Dankeschön fürs Einschalten. Letzte Folge. Wir wollen das Monument heute bauen. Dafür brauchen wir die beiden Dinger. Glassblowing. Und wir sollen Bücher herstellen. Ja. Schauen wir mal kurz. Hier habe ich ja schon angefangen, ein bisschen Felder zu bauen. Wir haben eine ziemlich gute Produktion insgesamt. Und ja, hier gibt es vielleicht Erklärungen und Unterschiede, dass man das vielleicht auch anders setzen kann. Und weil hier nur einer arbeitet, brauchen wir gar nicht so viele. Na? Der kann sich gar nicht um alles hier kümmern, habt ihr gesagt. Okay, kann ich verstehen. Das ermöglicht mir auch im Übrigen dann kurz mal zu reagieren und einen Beekeeper nochmal da und auch da zu setzen. Verbunden mit ein paar Wegen. Und beschleunigen wir wieder. So, das wird jetzt alles platziert. Zack, zack, zack. Und schon kümmern sich mehr Leute um die Bienchen. Okay, wie produziere ich Bücher? Scribe, Planken und Steine kostet das ganze Ding und Empty Books. Der Buchbinder macht das. Da ist er. Und der braucht halt Papier. Brauchen wir eine Pulp Mill. Die benötigt, schauen wir mal kurz, Hemp. Hanf. Hanf. Das ist alles kein Hanf. Dafür brauchen wir eine neue Farm. So. Hier entsteht Hanf. Hanf. Danach die Pulp Mill, die braucht Hanf. Und schlussendlich braucht sie auch Wasser. Dann gibt es die Paper Bulb. Das nutzt die dann hier. Und dann gibt es den Buchbinder. Und dann geht's weiter. Wir sollen erstmal Bücher craften. Und dann gibt es ein Wahl, also ich denke mal, hier gibt es eine Möglichkeit. Kann man hier die Bücher anbieten oder wo landen die? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Skripteschreiber und die Bücherei kümmern sich darum. Ressourcen werden auf jeden Fall gut geliefert und kommen an. So dass hier dann bald der Prozess losgehen kann. Wo wird denn das gebaut? Ach ja, hier. Okay. Und da geht's auch schon los. Da werden die Ressourcen hergestellt. Ah, sieht gut aus.
ist eine komplette Produktion hier. Das Papier wird hier hergestellt. Geht zum nächsten Haus. Und dann haben wir irgendwann ein Buch. Ich glaube, bei dem hier haben wir dann ein Buch. Erstes Buch wird hier verarbeitet in ein Buch für eine Bücherei. Und das Schöne ist, das wird dann zu Wissen. Das heißt, wir produzieren jetzt Bücher. Nächster Schritt wäre diesen Glasblower. Den habe ich ja erforscht, ne? Unlock Glass Production. Müssen wir mal suchen. Hier nicht. Hier auch nicht. Da. Ach, der braucht Sand. Hier. Und Kohle. Kann ich da einen Weg bauen? Nö. Guide nicht. Dann da oben. Jetzt schauen wir mal, ob der auch alleine so schon produziert mit der Kohle, die wir haben. Ob das ausreicht. Der braucht Sand. Mined in Sandpits. Sandpit, hier. Ja, okay. Das heißt, der nächste Schritt zu dem wäre, wir brauchen noch mal ein bisschen mehr Bevölkerung, ne? Ja, und der kriegt das jetzt und Sand wird hergestellt. Gut, Glas wird hergestellt. Auf zum letzten Punkt, das große Monument. Wenn wir Bricklaying und, ach, wir erforschen auch Clothing. Alles gut. Bricks sollen wir jetzt herstellen. Oha, ey. Hier unten ist Kleidung. Brickworks. Unfired Bricks. And Coal. Unfired Bricks. Und Kohle. Was? Den bauen wir jetzt mal hier oben hin. Weil. Ja, zeitgleich können wir doch hier oben Kohle abbauen. Der braucht. Brickyard. Kann der die hier rausziehen? Naja, hier werden die Bricks jetzt hergestellt. Okay. Okay, gut. Hier entstehen jetzt Bricks. Ich hoffe auch genug. Jetzt brauchen wir den da eventuell noch zweimal. Machen wir so. Ich denke, wir werden ja auch bald das ganze Ding hier bauen müssen. So.
So, dann gehen wir gleich über zu, während die da bauen, an, zu Kleidung. Carding Mill. Das ist hier unten, wo wir Hanf herstellen. Ah, Bricks 1 haben wir schon hergestellt. Fantastico! Und hier unten wird dann die Kleidung hergestellt. Ich bin gespannt. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal die ganzen Ressourcen wie Holz und Steine, die jetzt hier langsam runterkommen. Ich glaube, ich sollte auch die Holzproduktion bald mal wieder erhöhen. Aber wir bauen auch gerade sehr viel, ne? Also sehen wir es auch mal so. Und dann das große Monument. Mal gucken, wo wir das hinsetzen. Oh, es gibt Brickstraßen. Mir wäre es ja lieb, wenn ihr das jetzt fertig baut. So, die Straßen sind da, dadurch kann schneller gerannt werden. Das mache ich hier in diesem Bereich dann auch gleich. Aber erstmal müssen die Sachen fertiggestellt werden. Die Bricks sind jetzt schon 8 Stück, haben wir jetzt schon. Sehr schön. Bin gespannt, wie viele Ressourcen an sich dann gleich das große Monument kosten wird. Aber hey, mal gucken. Muss ja nicht unbedingt viel sein. Ah, hier wird auch schon produziert. Tatsache. Tatsache produziert der jetzt schon, was ist der Output? Jans und Silvers. Die werden hier werden die Jans verarbeitet in Fabrics. Und hier werden die Fabrics verarbeitet in Kleidung. Aber was sind denn die Silvers? Oh, kann auch verwendet werden. Okay. Holz, 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 Holz. Ganz viel Holz. Wohnhäuser fertigstellen. Ah, wie viel habt ihr da schon? Ach, die sind fertig. Okay. Fast. Wir kommen auf 48 Wissen. Oh, es werden gerade keine Bricks mehr hergestellt. Das ist nicht gut. Woran das wohl liegt? An nicht genug Trägern vermutlich, wa? Weil die gerade alle hier unten hocken. Ha, wir brauchen mehr Träger.
Je mehr Träger, desto besser. Weil desto eher werden die Waren umhergereicht. Aber anscheinend ist hier oben die Relevanz nicht so gegeben gerade. Weil wir offene Baustellen haben. Ah, da kommt ein Schwung Holz. Ein Feld noch. Ja, da kommt das letzte Holz. Und abgelegt und fertig. Sehr gut. Produziert mir etwas mehr Hanf, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Ah, und hier oben geht es jetzt auch endlich weiter. Träger sind unterwegs und helfen. Dass mehr Bricks entstehen. Oh ja, viel Holz wird auch hergestellt. Und vier Kleidung schon. Nur hier oben mit den Bricks hapert's. Was ist das Problem? Was ist hier das Problem? Kohle? Nee, Kohle liegt hier. Träger. Eindeutig. Hier oben läuft ja auch niemand. Item Distribution. 3, genauso wie alles andere. 4. Wir haben nicht genug Leute. Bin gerade am Überlegen, wie wir das erhöhen können. Auch Kleidung ist jetzt langsam. Mal was ausprobieren. Na, da kommen sie jetzt doch alle. Warum können die da oben nicht tragen helfen? So, jetzt habe ich eingestellt, dass hier oben genauso wichtig die Kohle hingebracht werden muss. Der geht jetzt hier runter. Rennt hier hin. Irgendwie ist hier oben die Relevanz nicht so für den Transport und das nervt. Versuche jetzt mal hier oben ein bisschen uns zu erweitern. Mit einem kleinen Markt.
Ach. Sag nicht, dass das der Grund war. Dann lache ich mich tot, ey. Pass mal auf, das war der Grund. Lagerhaus. Genauso wie für die Kleidung. Ja, das war's. Jetzt wird alles hergestellt. Oh, und ich sehe, wir können das Monument erforschen. So. Monument. 30 mal Steine, 50 Bricks und 20 Glas. Steine kommen hierher, Bricks hier und Glas. Auch nicht weit entfernt. Machen wir hier das Monument hin. Bin ich mal gespannt. Nee, halt. Abbruch. Ich muss es hier hinsetzen. Reiß mal ab. Wegen der Bevölkerung. Sorry. Muss ich Glas auch einlagern? Schauen wir mal kurz. Ja. Monument ist im Bau. Na, wie sieht's aus? Steine wurden alle geliefert. Glas ist auf einem guten Weg und die Bricks auch. Ah, cool. Claim. Das ist im Übrigen unsere Aufgabe auch, dieses Monument herzustellen. Und schaut euch die Stadt an, wie groß die geworden ist. So ein Gewusel. Erinnert ein bisschen an Nintendo-Zeiten, oder? Hat ja eine kleine Diskussion über die Grafik hervorgebracht. Ich mag's. Ich bleib dabei. Ich mag's sehr. Glas ist gleich komplett geliefert. 18 haben wir schon. 27 hier. 3 kommen. 20 werden gebraucht. Ja, das sieht klasse aus. Während das in Produktion ist, können wir uns ja überlegen, vielleicht ein bisschen noch, woran hapert es mit der Nahrung. Ah, da ist schon Nahrungsmangel erkennbar. Oh, wir sind bald soweit.
7 müssen noch hin. Ich lass mal so. Dann seht ihr das unten, wie viele noch benötigt werden. 6 still needed to be delivered. 6 sind noch bestellt. Fünf. 4. 3. 2. 1. Na komm. Jetzt kommt das letzte. Da. Nee, da jetzt. Congratulations, you have completed the main objective time. Total world time 3:3. Total gameplay time 1:35. I would love to hear feedback, issues, report and suggestion on Discord, Steam forums and directly Microtown is early access and active development, so more features are to come. Thank you for playing. Das kann ich jetzt mehr hier komplett, kann ich hier teilen sogar. You can continue the village if you wish. Leute, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser ersten Microtown-Durchgang, diesem ersten Durchgang. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Das war Zigarro mit Microtown. Tschüss. Und Däumchen nicht vergessen. Ciao.